Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens A Plague Tale Requiem. Ja, den ersten Teil habe ich ja schon mit Begeisterung durchgespielt. Ich glaube, es war vor 2 Jahren oder so, ich bin mir gerade nicht sicher. Und jetzt ist endlich ein neuer Teil rausgekommen und ich bin wirklich gespannt. Also anfangs hieß es ja, dass er sehr actionlastig ist. Da hatte ich mich dann noch nicht so ganz entschieden, ihn zu holen. Sondern wollte lieber erstmal was warten. Und dann hieß es ja, ich glaube vor einem Monat ungefähr, dass man es so ein bisschen auf seine Spielweise anpassen kann, dass man es ein bisschen actionreicher gestalten kann, also sprich ausbauen kann, dass man besser im Nahkampf ist, im Fernkampf und so weiter, dass man es aber auch mehr Richtung Schleichen ausbauen kann. Und das hat mich dann doch ein bisschen interessiert, wie das, was heißt ein bisschen, das hat mich sehr interessiert, wie die das umgesetzt haben, weil dieses Spiel ja nun mal davon lebt, dass man sehr viel geschlichen ist und weniger, ja, so direkte Actionsequenzen hat. Lange Rede, kurzer Sinn, wir werden einfach ein neues Spiel starten. Kapitel 1 – Unter einer neuen Sonne. Juni 1349. Er fängt uns gleich, Amicia. Er ist direkt hinter uns. Renn weiter! Er ist zu schnell! Wir schaffen das! Oh nein, der Turm! Er kommt! Blöde Störche! Ihr seid zu schnell für mich. Los, fangt uns doch, Zauberer. Hey, entspann dich. Unser Bösewicht kann nicht mehr. Das ist euer Turm. Er ist verhext. Er wird nie müde, oder? Ich muss langsam mal weiterlernen. Komm schon, das war eine sehr lange Reise heute. Bitte, Mutter sagte, wir sollen ihn schön erschöpft machen. Ja. Gebt acht! Zauberer, der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Eure Mutter fragt sich bestimmt, wo wir sind. Die Reise war lang. Da dürfen wir uns doch wohl die Beine vertreten. Ja. Also ich frage mich, warum das so verschwommen ist jetzt hier beim Video. Ich hatte extra die Stabilisierung der Kamera angestellt, aber das sieht doch sehr, sehr eklig aus. Gerade wenn man sich hier so dreht. Dann hat man irgendwie, ja, überhaupt gar keinen Hintergrund mehr. Ich werde mal schauen, ob ich an den Einstellungen noch irgendwas hochschrauben kann. Und dann hole ich euch gleich wieder hinzu. Ja, und es lag offensichtlich an der Bewegungsunschärfe, weil man sieht jetzt doch die Umgebung wesentlich besser. Ich verstehe es nicht. Also wenn man einstellt, dass das Ganze stabilisiert werden soll, weil die Kamera nicht so wackelt, dann kann man sich drehen und man erkennt die Umwelt nicht mehr. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht, aber egal. Wir fangen erstmal mit dem Spiel an sich an. Können wir hier auch laufen? Anscheinend nicht, oder zumindest Amicia. Im Moment nicht. Ah, jetzt. Seht euch das an. Eine Burg. Da will ich hin. Ja! Also gut, dann mal schnell. Halte zum Rennen RT gibt. Ah! Du bist schwitzen wie ein Schwein! Ich schwitze wie ein Schwein! Tut dir nur gut!
Hübsches neues Haus. Das ist eine Burg. Na gut. Lukas, der Heimtückische, dringt in meine Burg ein. Ja, und ich werde dich in einen Käfer verwandeln. Amicia, er ist zu mächtig. Verstecken wir uns. Ja. Ich zähle bis 10. Dann schnapp ich euch, König Hugo und... Amicia, die Amazone. Natürlich. Los, jetzt! Komm, Amicia, die Amazone. Wir brauchen ein gutes Versteck. Gut. Bezum. Wir ihn im Auge. Ja. Wenn er kommt, fliehen wir. Hallo, wieso darf ich mich denn nicht verstecken? 8, 9, 10. Ich komme. Er kommt, er kommt. Na, der Trottel geht, der kommt nicht. Angst. Ich, Lukas, der Heimtückische, schwöre, dass ich aus euren Zähnen Eintopf mache. Wie köstlich! Das ist eklig. Ich befürchte aber irgendwie, dass er jetzt gleich hier rumkommt. Aha. Was aha? Ihr seid gewitzt, aber ich werde euch trotzdem finden. Ja, ja, mach du nur. Da hinten kommen wir. Weißt du was? Wir sollten ihn jagen. Oh ja. Schleiche dich an Lukas heran und halte X gedrückt, also links, um ihn zu erschrecken. Die Frage ist jetzt, ob der sich umdreht. Seid ihr das, König Hugo? Lang könnt ihr euch nicht verstecken. Ich folge der Spur eurer Angst. Oh, 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 oh. Lauf, 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 schneller. Aha, wer schleicht da drüben herum? Niemand, niemand, la 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 la. Ach, jetzt geh, komm. Der Heimtückische hat euch erblickt. Nein, wir haben dich erschreckt. Du bist zu böse. Kommt, verzweifelt nicht. Zu einfach. Gut. Ihr bekommt noch eine Chance. Wir müssen uns mehr bewegen, um nicht gesehen zu werden, mein König. Hä? Wieso noch eine Chance? Wir haben ihn doch gerade erschreckt. 4. Oder hätten wir X gedrückt halten müssen? Nee. 7, 8, 9, 10. Ich komme. Er kommt hierher. Wo seid ihr? Ich kann eure Angst riechen. Jagen wir nochmal den Jäger. Euer königlicher Mundgeruch. Nur so können wir gewinnen. Könige stürzen nun mal. Halte X gedrückt. Oh Gott, ich hab's nur mehrfach gedrückt. Oh, oh meine Güte. Du hast dich so erschreckt. Nicht schlecht. Tja, ich geh mal weiter lernen. Lukas? Naja, wenn man Alchemist werden will. Aber du bist ein Alchemist. Ich bin der Lehrling eurer Mutter. Von mir aus, dann geh lernen. Wir bleiben noch ein bisschen. Gut, bis dann. Komm, sehen wir uns die ganze Burg an. Zu Befehl, guter König. Erreiche die Burg. Ich bin froh, dass Lukas Richtung hier ist. Ich auch. Ohne ihn gäbe es uns jetzt nicht mehr. Okay, laufen dürfen wir nicht, beziehungsweise sprinten dürfen wir nicht. Moment, müssen wir jetzt darum? Das war jetzt mir so, mach einen Weg aus. Nee, anscheinend nicht. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier hin? Kommen wir jetzt von unten? Dahin? Oh, darf ich da hochklettern? Klar. Fallen nur nicht runter. Tue ich nie. Ja. Ja, klar. König Hugo patrouilliert über seinen großen Wall. Was siehst du von da oben? Mein Reich. Ist es wohlhabend? Das war's, aber dann kam Lukas. Oh ja, der berüchtigte Zauberer. Oh, ein Fluss. Das ist das Meer. Gehen wir auf Patrouille. Ich denke, der ist Alchemist. Zauberer sind nicht automatisch Alchemisten. Und umgekehrt genauso wenig. Wow. So schön. Und? Hier hört mein Königreich auf. Dieser Zweig ist deine Grenze? Ja. Warum nicht? Vorsicht, Amicia, die Amazone. Feindliche Schiffe.
Sie greifen uns an. Oh nein! Und was jetzt? Bleib an der Grenze und versenk sie. Lass sie nicht vorbei. Zurück auf seinen Posten, Amicia. Hinter den Zweig. Welche Schiffe? Okay, wir spielen mal einfach mit. Wirft er jetzt irgendwas ins Wasser? Meine Schleuder ist euer. Da kommt die Armee des Zauberers. Ich sehe halte LT gedrückt. Land, mein König. Halte RT gedrückt. Versenkt. Okay. Ja, mach weiter. Da sind noch mehr Schiffe. Ach, bloß nicht. Hallo. Wir werden hier keine böse Magie dulden. Denn nur wir gute sind das Magie. Haus der Ruhm. Ja, das gefällt dem König. Anscheinend kann ich nicht so weit wegschießen oder so. Hallo. Oh, hallo? Hallo. Ich kam vorbei und hab die Schleuder gehört. Oh, die kann ziemlich laut sein. Ich wollte fragen, ob ich mitspielen darf. Ja, aber wer bist du? Tono. Ich wohne in der Nähe. Natürlich. Wir sind Hugo und Amicia. Kannst du schießen, Tonno? Klar kann ich das. Toll. Ich bin der König und sie ist mein Hauptmann. Wir kämpfen gegen die Armee des Zauberers. Ich feuer die Kanone ab. Los, kämpfen wir. Boom! Also irgendwie, ich weiß nicht, wenn das da hinten ist, treffe ich sie nicht. Wenn das hier vorne ist, jetzt treffe ich ihn hier auch nicht mehr. Wow. Du schießt ja gut. Gut gemacht. Wir lassen sie nicht vorbei. Du bist gut. Aber da kommt noch mehr. Und ich versenke sie. Unsere Verteidiger sind zu stark für sie. Soldaten, ja, feuer weiter die Kanone ab. Ja, wir treten ihnen in den Arsch. Hallo? In den bösen Arsch. Solche Ausdrücke? Ihr beginnt wie kleine Teufelchen zu sprechen. Wir sind im Krieg. Keine Zeit für Manieren. Ja, ich musste nur 2 Minuten üben, damit ich dann feststellen konnte. Achso, ich dachte schon. Alles klar, ihr habt gewonnen, Jungs. Zu schade, sie ergeben sich. Sehr gut, ihr kapituliert. Ich sollte jetzt gehen. Ich muss zur Arbeit. Du arbeitest? Ja, auf dem Hof meines Vaters mit meinen Brüdern. Alles in Ordnung? Ich muss gehen. Bis dann. Dann viel Glück. Bis dann, Tonno. Er war sehr nett. Kommt, mein König. Der Krieg ist vorbei. Folgen wir weiter dem Fluss. So viele versenkt. Du bist ein toller Kapitän. Und Tonno war toll. Das war er, ja. Aber wenn ich mir das so angucke, muss ich ganz ehrlich sagen, die Qualität, also die grafische Qualität vom ersten Teil fand ich wesentlich besser. Oder ich habe es jetzt besser in Erinnerung, als es tatsächlich war. Aber ich meine, die war wirklich viel besser. Einen Freund möchte ich haben. Ich weiß. Wir suchen uns ein Zuhause und dann findest du Freunde. Ganz sicher? Sobald wir wissen, wie es dir geht. Das könnte aber lang dauern. Dieses Mal nicht. Alles wird anders. Ich weiß es. Das hoffe ich. Wir müssen da hochklettern. Diesmal ziehst du mich hoch. Was? War nur Spaß. Ich helfe dir. Du bist sowieso viel zu schwer. Du wagst es? Irgendwann schaffe ich das. Oh, das Schloss ist riesig. Was meinst du? Greifen wir es an? Na klar, ich bin bereit. Jetzt, Angriff! Angriff! Aber irgendwas höre ich hier. Das Tor ist zu, Hauptmann. Was sollen wir tun? Lass mal sehen. Ah, sie ist verschlossen. Die haben uns gesehen. Hier, ein Geheimgang. Schleichen wir rein. Ja, guter Plan. Oh, ich spüre das Böse um uns. Es ist ganz schön dunkel. Kommt, mein König. Schleichen wir uns heimlich hinein. Ja. Schleichen im Sinne von schleichen oder schleichen im Sinne von wir gehen da rein? Die Schergen des Zauberers sind ganz nah. Wirklich?
auf. Bist du verletzt? Nein, aber ich will jetzt zurück. Ja, das reicht erstmal für heute. Ja, Amicia, hier sind Kleider und Essen. Hier wohnt jemand. Die eingestürzte Decke. Das wird ziemlich laut. Seien wir einfach vorsichtig. Stein mit der Schleuder? Okay, also Siehst hauen können das? Wir anscheinend nicht. Das riecht wie ein Feuer. Ja. Was? Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe, das sind Bienenstöcke. Aber warum sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Wir müssen hier weg, leise. Ich gehe mal schon mal in die Hocke, weil ich nicht weiß, ob jetzt irgendjemand kommt. Ich meine, wenn hier alles so verbrannt ist und das ja noch recht frisch aussieht. Es war vielleicht ein Unfall. Wo sind denn die Leute? Also entweder müssen wir hier hoch, was nicht geht, okay. Oder wir müssen irgendwie hier den Steg runter. Hier lang. Das geht. Amicia. Hey. Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen, zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lüge! Ihr elenden Diebe, ich schneide euch in Stücke. Lauf, genau, lauf. Kommt zurück. Wir müssen raus. Die Tür. Oh, nein, nein, komm. Ihr sitzt fest. Hier. Nein, 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 wir sitzen nicht fest. Wir müssen einen Ausgang finden. Ihr seid zu weit gegangen. Dieses Mal lassen wir euch nicht gehen. Hier lang, da passt ihr nicht durch. Schnell. Was? Schäbige Diebe. Und geh weiter! Wohlverdienten Lohn klauen. Du Bastard! Runter, schnell! Erledigt. Ich komm nicht wieder! Ich schwör's! Du sitzt unten. Schnapp ihn! Hab ihn! Überlass ihn mir! Ich flehe euch an! Nein! Hättest du dir früher überlegen sollen, bevor du uns beklaut hast! Nein! Gott, Matthias! So stellen wir sicher, dass sie nicht zurückkommen. Ein Junge und ein Mädchen sind entkommen! Nein, 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 sind wir nicht. Habt ihr sie gesehen? Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Wenn ihr sie findet, tötet sie! Wir müssen hier weg. Ja, schnell. Die sind verrückt. Auf jeden Fall. Sauerei. Und was wollt ihr jetzt mit unserem Fleisch und Honig? Ihr seid tot. Wir können ihn aber nur erschrecken, oder? Wir können ihn jetzt nicht angreifen oder so. Die Frage ist, dreht er sich jetzt um? Jetzt drüber, los! Die werden uns töten. Nein, weil sie uns nicht entdecken. Matthias, komm! Wir haben Opa übel erwischt. Ach, das ist noch einer. Scheiße, nein. Amicia, nein. Das Haus. Nein, Großvater. Gesehen. Oh, sieht schlimm aus. Vater kommt bestimmt gleich vom Markt. Ja. Der sieht mich doch, wenn ich so darüber laufe, oder? Der guckt doch hier in die Richtung. Du siehst mich nicht. Hier verstecken wir uns. Die finden uns. Wir müssen weiter. Das ist ein Blutbad. Gott. Hey, heul hier nicht rum. Vielleicht sind noch welche von ihnen in der Nähe. Hilf den anderen. Vorsicht. Mir ist schlecht, Matthias. Ist mir scheißegal. Ich... Was soll's? Er geht nicht weg. Ich mach schon. Was soll ich denn machen? Der Werkzeugkasten macht Krach. Die kommen nicht mehr her. Das sag ich dir. Ah, halte RB mit... Stein der Schleuder. Achso, Steinwerfen. Ich wollte doch nur
arbeiten. Versteckt sich hier noch jemand? Weg. Schnell jetzt. Lauf, 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 lauf. Schneller, 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 schneller. Wenn wir beim Baden sind, verschwinden wir von hier. Mama wird so sauer sein. Wir erzählen es ihr einfach nicht. Wir fahren sowieso weiter, wenn wir beim Wagen sind. Wo ist der kleine Scheißkerl? Du solltest doch Wache halten. Das ist alles deine Schuld. Muss ich wir denn jetzt hin? Hochklettern müssen. Leise. Ja, aber, ach so, da. Beweg deinen verdammten Arsch hier rüber, sofort! Ich prügle die Scheiße aus dir raus. Oh nein, hier lebt er noch. Vielleicht ist er noch weg. Hoffentlich. Dreht er sich jetzt nochmal um? Muss ich da jetzt irgendwie einen Stein werfen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wenn der sich jetzt umdreht, wenn wir da hingehen, ne? Hey, komm mit hoch. Ich versuch's. Lass mal direkt in Deckung gehen. Boah, diese Bienenkörbe, die machen mich bekloppt. Ehrlich. Wo muss ich denn hin? Kann ich hier hochklettern? Oder da drunter? Versuchen wir es mal hier. Ja, da drunter, okay. Immerhin haben sie die hier nicht beschädigt. Warte. Oh, wenn der sich jetzt umdreht. Wenn der sich jetzt umdreht. Oh nein. Er kommt. Was zur Hölle? Los geht's. Y ist Ablenkung. Das muss ich mir ganz dringend merken. Er hat uns fast gesehen. Ja, wir müssen vorsichtiger sein. Wir müssen zu der Tür da. Ich muss ihn ablenken. Er versteckt sich hier irgendwo. Welche Tür? Welche Tür? Es wäre jetzt schön, wenn wir die sehen würden. Ist hier rechts, links, geradeaus? Wahrscheinlich links, oder? Aber wie können wir den ablenken? Nichts, was jetzt irgendwie helfen würde. Das lenkt ihn jetzt nicht wirklich ab. Okay. Kann ich nicht einfach auf den Kopf und dann ihn einfach töten? Sie hat jetzt gesagt, ich soll ihn ablenken. Aber das Problem ist, wir kommen ja nicht so nah ran. Wenn wir jetzt hier rausgehen, dann sieht er uns ja. Ach, ist das Mist. Das ist laut, aber das hilft uns nicht. Das interessiert den auch nicht. Okay, ist aber nichts, was irgendwie laut ist, ne? Ja? Hallo? Hier darf ich jetzt gar keinen Stein mehr werfen? Okay. Muss ich da näher ran vielleicht? Der andere Typ kommt aber nicht raus, nehme ich mal an, ne? Amicia, die Töpfe. Könnte klappen. Dein Ernst? Oh. Welche Töpfe? Ich sehe hier keine Töpfe. Welche Töpfe? Oh, Leute. Ernsthaft.
Oder da hinten, das. Da komme ich nicht hin, ne? Ja, das hat ja jetzt super funktioniert. Ach so, Moment, oder sollen wir den Topf holen? Was, ein Topf? Ach so. Ah. Ja, das soll mir doch mal einer sagen hier. Moment, gedrückt halten. Den. Wenn ich den hinter ihn werfe. Ja. Dann? Red weiter. Weiß der vorgehobene Gegner, hören das Geräusch des Aufpralls und der Gegner, den der Geräusch am nächsten ist, wird die Sache ansehen. Okay. Das hinter ihm werfen. Wohin denn? Da hinten kommen wir gar nicht hin. Das ist das Problem. Was zu? Ich hab eine Axt. Pass bloß auf. Oh. Ich ändere mal lieber eben mit der Steinschleuder. Ich habe schon Halluzinationen. Ja, wo soll man den denn sonst hinwerfen? Ich denke, wir müssen links rum. Da hinten ist doch die Tür. Okay, also hier scheint er uns auf jeden Fall nicht zu sehen. Blöd ist jetzt nur, wir haben jetzt nur noch ein so ein Ding. Das ist scheiße. Und die wirft das auch nicht vernünftig da rein. War das gerade mit dem Pfeil? Komm, zeig's mir nochmal. Ja, Moment, da ist auch noch was. Ja. Nochmal. Oh oh. Ich weiß nicht, ob ich mich so an dem vorbeischleichen kann. Das ist das Problem. Tja, schon wieder geirrt. Jetzt hängen wir hier nicht ernsthaft fest, oder? Ich versuche das Geräusch deiner... Was? Macht Gegner auf dich aufmerksam. Keine Aufmerksamkeit zu erregen, kannst du RB gedrückt halten und Geschosse anderweitig verwenden. Kann ich RB gedrückt halten? Ach so, und dann die anderen. Ja. Aber mit dem Stein, das bringt natürlich nichts. Das heißt, das wird sterben werden, nehme ich mal an. Weil wir haben nämlich jetzt... Ach so, doch, Moment. Jetzt haben wir wieder einen. Ja, fängt ja schon gut an. Direkt im ersten Kapitel kriege ich es nicht hin, den abzulenken. Aber ich verstehe jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wo es hingehen soll. Weil da hinten ist doch die Tür, wenn ich das richtig verstehe, wo wir hin müssen. Theoretischerweise könnte ich ihn nach links ablenken. Das wäre jetzt noch eine Option. Müsste ich aber irgendwie von da tatsächlich schießen. Jetzt ist Schluss! Jetzt lauf schnell! Ah, okay. Ja, lauf schnell ist gut. So, da, geh da runter. Ich finde euch schon noch. Bitte sagt mir, dass es hier rausgeht. Ja. Mir bitte auch. Nein, abgeschlossen. Gibt's einen anderen Weg? Hier ist ein Loch. Ja. Ich kann die Tür von der anderen Seite öffnen. Mir wäre es anders lieber. Ach da, Hug kann sich durch enge Räume halten. LB gedrückt. Interagieren. So, aber sei ganz vorsichtig. Keine Sorge. Oh Gott, das ist so viel auf einmal. Bitte nicht entdecken lassen. Na los, Hugo. Ganz schön schwer, aber du kannst sie jetzt aufmachen. Ja, sehr gut. Wo sind sie? Haben sie Donor gefunden? Ich weiß nicht. Wir
müssen hier raus. Sie dürfen ihm nicht wehtun. Er kommt schon klar. Wir müssen weg, Hugo. Sie töten uns, wenn sie uns kriegen. Aber vielleicht töten sie ihn auch. Still. Hinten sind Schweine, die sich bewegt haben. Frage ist, müssen wir jetzt nach links oder nach rechts? Das Tor da hinten. Versuchen wir es. Bei den Schweinen oder welches Tor? Hör auf, bitte! Du warst Vaters größter Fehler. Aber ich bieg das wieder gerade. Hör auf! Hugo, bleib hinter mir! Wer seid ihr? Ist doch egal, wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein, wir sind gerade angekommen. Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das. Und enttäusch mich nicht, verstanden? Aber der Junge ist immerhin schon alt genug. Ihr seid selbst schuld. Du willst das nicht tun, glaub mir. Du redest zu viel. Ja, genau, Hugo, gib's ihm.